Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Call of Pripyat. Wir hatten hier eine Höhle zu erkunden. Da liegt da jemand. Ah. Ui, da geht's aber weit rein. Mal schnell hier überprüfen die Leichen. Oder die Leiche. Ist nur eine. So, der hat eine Granate dabei, der hat Medikits dabei, Strahlen und das und das und entladen. Die hat er auch noch dabei. Das ist beschädigt, sehe ich gerade. Na. Wo führt denn der Weg hier hinten lang? Da habe ich keine Ahnung. Ist ja immer noch nie erkundet. Ups, verklickt. Naja. Bin ich jetzt immer noch auf dem Plateau? Ja. Ist es nicht irgendwie überflüssig? Da waren Umgebungskarten. Hm. Ich guck einfach mal hier in dieser Kreisanomalie. Nö, hier gibt es anscheinend keine Artefakte im Moment. Ach, was für ein Scheiß. Das sind deine Kollegen. Wir gucken nochmal, ob es bei der Namenanomalie wieder ein Artefakt gibt. Oder ob es da keins gibt. Dann könnten wir eigentlich auch uns aufmachen nach Jupiter. Wo es auch noch Dinge zu erledigen gibt. Oder wir unterstützen mal hier den Kampf gegen Zombies. So. Da drin bin ich schon geübt. Ups. Also wir könnten uns auch mal hierhin begeben und... Ups, ich meine hierhin begeben und die Söldner dort erledigen und uns die Sachen holen, die sie haben, die Informationen. Was ich persönlich als ziemlich... Also es ist nicht story-relevant, aber ich möchte es trotzdem machen, weil einfach... Die haben da gutes Zeug. Wie sieht es momentan mit Gewicht aus? Ja doch, ich kann auch eine ganze Menge mit mir tragen. Und da ich diese Waffe habe, dürfte das ja auch kein Problem werden. Ich könnte auch auf die Nacht warten. Wen kümmert's eigentlich? Ich versuche einmal nach Möglichkeit auf Distanz zu bleiben. Zum anderen stehen drei Leute. Sie haben mich erst entdeckt, nachdem einer von ihnen
einen Schuss überlebt hat. Wow, Alter. Ich will nicht, dass er wieder aufsteht. Weil er ist ja noch nicht tot. Gut, jetzt muss ich aber näher ran. Wegen dieser Waffe hier. Oder ich verballere noch mehr Munition mit dem Scharfschützengewehr. So, jetzt ist er tot. Uah, hat sein Ragdoll gerade Lex ausgelöst. Kommt mir jetzt gerade so vor, oder kann ich hier gerade durchs Inventar durchgucken? Oh, man sieht da die Narbenanomalie mal so den Himmel verzerren. Deswegen, ja, also, und die Typen hier tragen nicht mal ein Exoskelett. Also der eine oben trägt ein Exoskelett, ja, den habe ich aber auch schon aus der Distanz erledigt mit dem Scharfschützengewehr und ich habe einen Riesenhaufen Schüsse gebraucht. Who cares? Deren Waffen sind ja total im Arsch. Das Messer aber nicht. Natürlich, das Messer ist es nicht. Ja, hier ist so ein Geheimeingang. Und dann kann man sie auch ganz sneaky mit Schalldämpfer alle erledigen. Aber das ist nicht so meine Art. Ich hoffe, das Geballere gefällt. Ich meine, das war jetzt ziemliches Glück, was ich hatte, dass die mich nicht getroffen haben. Es kommt auch, weil ich auf Stalker spiele und nicht auf Veteran oder Meister. Also, Veteran oder Meister hätten die mich wahrscheinlich total fertig gemacht. Wegen meinem plumpen Vorangehen. Hier, der Typ ist ein Exoskelett. Rippe heißt er. Schade, dass ich das Exoskelett nicht nehmen kann. Es ist wahrscheinlich auch beschädigt, aber ich hätte ein Exoskelett. Und hier, ein Notebook der Söldner, ein Brot, Touristenfrühstück, NATO-Munition und Wodka. Das war's. Ich hatte das hier. Aha, hier haben wir noch mal Vorräte. Und hier liegt auch noch einer. So, die Waffe, ja, die Waffe geht in Ordnung. Das geht alles nicht in Ordnung. Ich weiß, ich entlade ganz viele der Waffen nicht, aber auch nur, weil die Munition es mir nicht wert ist. Die extra Klicks zu machen.
Ach, es fängt wieder an zu regnen. Ist es hier Regensimulator? Gut, alles durchsucht. Und wir haben nicht mehr sehr viel Gewicht mitgenommen. Übrigens gibt es hier... Ah, hier liegt noch einer. Hook. Gut. Ich hätte mich schon gewundert, wo der lag. Entladen. So, damit hätten wir auch ihn. Gibt es sonst noch irgendwo was? Oh ja, natürlich. Jetzt schleppen wir zu viel. Na toll. Aber es gibt hier noch was. Boom. Auch in diesem Spiel explodieren die roten Fässer. Das ist kein rotes Fass. Jedenfalls nicht rot genug. Map, 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 map. Oh, das hatten wir schon. Guck mal, an dieser Stelle wäre ich jetzt froh, hätte ich irgendein Heiles davon mal gefunden. Dann könnte ich das nämlich einfach austauschen. Aber nein, dazu müssen wir wieder zu ein paar Zombies gehen. Weil Zombies ganz offensichtlich bessere Ausrüstung haben als Söldner. Wir sehen uns in Askadosk. Eine Anomalie. Mal sehen, ob ich es zu Askadosk schaffe. Ich glaube, es könnte interessant werden. Aber es gibt hier aber auch viele Emissionen. Ihr solltet aufhören mit dem Ballern. So, jetzt soll ich die Entdeckung warten. Willkommen auf unsere... Sag, ich... Sind hier irgendwelche Leute vom Militär aufgetaucht? Denk mal nach. Was würden denn Soldaten in unserem Lager wollen? Du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass sie diesen Ort lieber meiden. Viele von uns hier erinnern sich noch allzu gut daran, wie es war, als wir beim Kordon durch den Dreck kriechen mussten, während ihre MG-Kugeln uns um die Ohren fliegen. Ja, das ist aus Clear Sky. Komm einfach vorbei, wenn es hey, Stocker! Wo kannst du mich hinbringen? Zur Janov-Station, nicht weiter weg von der Jupiter-Anlage entfernt. Von dort zurück zu Skadovsk. Meine Route, aber die... Was ist das? Aber die... Dann wie meine Westentasche. Ach so. Ich kenne nur die eine Route, aber die dann wie meine Westentasche. Ich habe eine Karte von dem Gebiet zwischen Jupiter und Saturn. Willst du einen Blick drauf werfen? Okay, jetzt hat er mir einen ordentlichen Preisnachlass gegeben. Tschüss. So, ich denke mal, ich warte mal die Anomalie ab. Und sehe euch dann gleich wieder. Jetzt wird's lächerlich. Ganz ehrlich, Junge. Das will ich mir mal schnell angucken. Mission ist vorbei, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Ja. Privet, Brat. Ah, die sind zu Zombies geworden, weil sie es nicht rechtzeitig geschafft haben.
Извиняй, конечно, но тебе оно все уже без пользы. Na okay. Ich glaube, ich beende die Folge hier und beim nächsten Mal machen wir uns auf nach Jupiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.